Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich meine, es ist ja gerade mal 2,5 Monate her, dass ich das letzte Video gepostet habe. Also dachte ich mir so, könnte man zur Abwechslung auch mal wieder ein Video hochladen. In 3 Wochen wird dieser Kanal 6 Jahre alt. Also vor 6 Jahren habe ich angefangen mit diesem ganzen YouTube-Game. Und das hat dann jetzt auch sein Ende. Mit diesem Video wird es keine weiteren Videos auf diesem Kanal geben. Kommen wir einfach zum Punkt. Ja, ihr habt ja gemerkt, dass jetzt seit ungefähr einem Jahr nichts mehr wirklich groß auf diesem Kanal passiert ist. Das hat auch so mehr oder weniger seine Gründe. Und jetzt ist es nun endgültig vorbei. Und das hat mehrere Gründe, die werde ich euch natürlich auflisten. Punkt Nummer 1. Ich habe mal wieder Bock, was Neues zu starten, mal wieder regelmäßig Videos zu produzieren. Ich habe 3 Jahre lang jede Woche ein Video hochgeladen, was super aufwendig ist, aber auch super Spaß gemacht hat. Und das hat mich auf ein gewisses Level gebracht durch diese kontinuierliche Übung mit der Kamera und beim Videoproduzieren optimiert man dann bestimmte Sachen einfach nur, damit es unglaublich schnell geht und darauf habe ich wieder Bock, das wieder mehr zu machen, um auch selber besser zu werden. Die Leute, die seit Beginn wirklich dabei sind, wissen ja, dass es auf diesem Kanal keinen richtigen Fokus gab. Ich habe einfach wirklich alles gemacht, also wirklich alles. Von Gameplays bis zu Stop Motion, bis zu Tutorials, über 5 Arten Videos und so weiter. Das soll sich natürlich auch ändern. Und jetzt habe ich schon einen kleinen Teaser gemacht. Punkt Nummer 2. Einige von euch wissen es bereits, dass ich mich selbstständig gemacht habe im Video/Fotobereich. Aber was hat das Business. Alter. Aber was hat dein Business nun mit diesem Channel zusammen? Ja, das ist eigentlich relativ offensichtlich, dass auf YouTube Videos hochgeladen werden und die als Referenzvideos für potenzielle Kunden dastehen. Einfach so, weil es halt einfach die beste Plattform dafür ist. Und ich sag mal so, das ist so halb gut. Da ist jetzt nichts Schlechtes daran, dass meine Kunden eventuell so bescheuerte Vlogs von mir sehen. Das ist ja an sich nicht schlimm. Das Ding ist nur, dass sie das dann als Referenz sehen für das Video, was ich eventuell für die dann produziere, was halt absolut nicht der Fall ist. Deswegen will ich das jetzt klar trennen, was eben alles auf diesem cinematischen Niveau ist und für Kunden relevant ist, weil das ist, was ich für die Kunden produziere. Und das, was ich nur just for fun mache, das kommt quasi woanders hin. Das soll getrennt werden. Also wie gesagt, es ist nicht schlimm, dass Kunden diese Fun-Videos sehen, die ich random manchmal produziere. Es soll einfach nur für die auch klar sein, dass das meine Freizeit ist und nichts mit meinem Business zu tun hat. Zweiter Teaser. Deshalb bin ich zu dem Entschluss gekommen, diesen Kanal quasi dicht zu machen, hier keine Videos mehr hochzuladen, aber die alten Videos drauf zu behalten. Einfach nur, weil man dort quasi meinen Prozess sehen kann und für all die Leute, die damals in den Videos mit drin waren, dass sie das quasi als Erinnerung auch immer noch angucken können. Ich habe auch viele Videos runtergenommen von diesem Channel, weil sie halt nicht als Referenz dastehen sollten. Die Videos, die ich jetzt schon runtergenommen habe, werden jetzt zu den bereits hochgeladenen, immer noch öffentlichen Videos wieder hochgeladen, so dass man die wieder sehen kann. Und auch der Kanalname wird jetzt wieder zurückgeändert, nachdem ich 2 Videos nur über meinen Namen gemacht habe für diesen Channel. Denn, jetzt kommt es nämlich, es wird 2 neue Kanäle geben. Ein Malte Production und ein Malte Lifestyle. Auf dem Malte Production Channel wird sich alles um Kurzfilme und Sketche und sowas alles drehen. Also alle hochwertigeren Produktionen werden dort hochgeladen. Und der ganze Fun-Stuff, also meine Vlogs, meine Reviews, einfach alles, was ich just for fun mache, das kommt quasi auf dem Channel. Hier kommt auch viel, was ich just for fun mache, aber halt was als Referenz für Kunden dastehen könnte. Wie zum Beispiel Kurzfilme. Sowas, was ich zum Beispiel auch Halloween hochgeladen habe. Und dieser Kanal wird wieder zu den alten Namen zurück umbenannt, weil quasi 90%, wenn nicht sogar 95% der Videos unter diesem Namen erschienen sind. Mit diesem Namen stehen quasi auch all die Erinnerungen und all die Videos, die auf diesem Kanal hochgeladen wurden. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das neue Kapitel. Falls ja, dann abonniert doch gerne den Production und den Lifestyle-Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Neben diesem Video ist auf dem Lifestyle-Kanal auch ein Ankündigungsvideo hochgeladen worden, um welches Thema es sich auf diesem Channel drehen wird und was dann jetzt auch alles passiert. Dieses Video findet ihr hier. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt mit diesem Kanal. Das war's. Ciao mit V. Mach jetzt einen ASMR mit einer Wasserflasche, solange wie die Endcard noch läuft.